Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge von Gestapo vor Gericht. Die Mörder sind unter uns. Live aufgezeichnet bei der Langen Nacht der Museen hier im Erinnerungsort Hotel Silber in Stuttgart. Meine Interviewpartnerin in dieser Folge ist Lea Berg. Sie hat die aktuelle Sonderausstellung des Hauses für Geschichte Gestapo vor Gericht, die Verfolgung von NS-Verbrechern, zusammen mit Friedemann Rinke im Hotel Silber kuratiert. Hallo Lea. Hallo. Mein Name ist Josephine Hochbruck und ich darf diesen Podcast heute Abend moderieren. Das Thema dieser Folge ist der erste Frankfurter Auschwitz-Prozess. Zum Einstieg erstmal eine kurze Zusammenfassung. Der erste Frankfurter Auschwitz-Prozess zählt heute zu den bedeutendsten und größten NS-Prozessen in der Bundesrepublik und ist fest im kollektiven Gedächtnis verankert. Obwohl eine Staatsanwaltschaft laut Strafprozessordnung dazu verpflichtet ist, zu ermitteln, sobald sie von dem Verdacht einer Straftat Kenntnis erhält und damals in der Bundesrepublik bekannt war, dass in Auschwitz über 1 Million Menschen ermordet worden waren, fand dieser Prozess erst aufgrund einer konkreten Anzeige und dem Engagement von Einzelpersonen statt. Kurz vor Weihnachten 1963 begann in Frankfurt am Main der Prozess gegen 22 Männer mit unterschiedlichsten Funktionen innerhalb des Lagerkomplexes. Vom Adjutanten des Lagerkommandanten bis zum Funktionshäftling. An 183 Verhandlungstagen wurden rund 360 Aussagen von ZeugInnen, darunter 211 Überlebende der Lager, sowie Gutachten von Sachverständigen gehört. Wir werden uns in diesem Gespräch auf den Angeklagten Wilhelm Boger fokussieren, der in Stuttgart geboren wurde. Lea, wer war der Angeklagte Wilhelm Boger? Ja, Wilhelm Boger war eigentlich gar nicht so ein besonderer Mensch. Also er stammte aus einer kleinbürgerlichen Familie und hatte eine kaufmännische Lehre absolviert, war dann aber wie viele andere auch Ende der Weimarer Republik arbeitslos geworden. Und ist dann, also er war schon relativ früh in der nationalsozialistischen Bewegung aktiv gewesen und war in der SS unter anderem auch und ist dann eben wie viele Arbeitslose auch zur Hilfspolizei gekommen, beziehungsweise ist Hilfspolizist geworden und hat so sozusagen seine Karriere bei der Polizei begonnen. Und Wilhelm Boger wurde dann im März 1958 von dem ehemaligen Auschwitz-Gefangenen Adolf Rögner angezeigt. Ermittelt wurde allerdings zögerlich und festgenommen wurde Boger dann erst 7 Monate nach der Anzeige. Wie kam das? Genau, also man muss dazu sagen, dass der Anzeigesteller, also der Adolf Rögner, zu diesem Zeitpunkt selbst in Haft war. Er saß wegen Meineids im Gefängnis, also wegen Falschaussagen und so hat man ihm jetzt nicht so viel Vertrauen geschenkt. Aber wie du es ja eingangs schon gesagt hast, es war eigentlich klar, dass in Auschwitz Massenmord begangen war. Und auch Wilhelm Boger, der seit 1942 in Auschwitz bei der politischen Abteilung tätig gewesen war, das war schon bekannt. Und eben viele ehemalige Häftlinge kannten Boger sehr gut, weil ihm er einer der ganz besonders grausamen Menschen in Auschwitz gewesen war. Und dann hat eben erst, als sich eben noch weitere ehemalige Gefangene eingeschaltet haben und eben weitere Zeugen sich gemeldet haben oder bereit waren auszusagen gegen Boger, nahmen die Ermittlungen Fahrt auf und dann konnte er eben festgenommen werden, weil ihm konkret nachgewiesen werden konnte, also es lag ein dringender Tatverdacht vor, dass er Mord begangen hatte. Ein Zufall führte dann zum Prozess in Frankfurt, die Breslauer Dokumente. Was stand in diesen Dokumenten und wie kamen die Breslauer Dokumente zu Generalstaatsanwalt Fritz Bauer? Genau, das war auch eher so ein Zufall. Also ein ehemaliger, auch ein Holocaust-Überlebender hatte diese Dokumente aus Breslau mitgenommen und hat sie dann einem Journalisten gezeigt, in einem ganz anderen Zusammenhang eigentlich, einem Frankfurter Journalisten. Und das waren Dokumente, da standen Namen drauf von Personen, die von Auschwitz-Häftlingen, die vermeintlich auf der Flucht erschossen worden waren. Und auf den Dokumenten standen aber eben auch die Namen der Schützen. Und das war das Besondere daran. Und dann der Journalist eben hat es Fritz Bauer gegeben, dem hessischen Generalstaatsanwalt. Und der konnte mithilfe dieser Dokumente eben erwirken, dass der gesamte Verbrechenskomplex Auschwitz, also alle Ermittlungsverfahren, die zu diesem Zeitpunkt eben liefen gegen ehemaliges Personal aus Auschwitz, nach Frankfurt geholt wird. Und er eben dort einen Prozess anstreben konnte, gegen Auschwitz-Personal. Fritz Bauer hat dann einen Prozess angestrebt, der den Tatkomplex Auschwitz insgesamt aufklären sollte. Was genau bedeutet das?
Genau, also es war ihm wichtig, dass nicht nur gegen einzelne Personen der Prozess geführt wurde oder beziehungsweise gegen eine bestimmte Personengruppe aus Auschwitz, sondern er wollte, dass eben auch in dem Prozess Auschwitz als Gesamtverbrechenskomplex in den Blick genommen wurde, dass das als Komplex verstanden wurde, dass es als eine Mordmaschinerie, die es eben war, auch verstanden wurde, bei der jede Person, die irgendwie in Auschwitz tätig gewesen war, eben auch mitgeholfen hatte, diesen Massenmord durchzuführen. Und deswegen wollte er einen Prozess, wo es eben nicht nur zum Beispiel Angehörige der politischen Polizei auf der Anklagebank saßen, wie zum Beispiel Wilhelm Boger, sondern dass vom Adjutanten bis zum Funktionshäftling im Prinzip verschiedene Hierarchien, aber auch verschiedene Bereiche des Lagersystems eben da vor Gericht auch zur Sprache kommen sollten. Fritz Bauer hat auch dafür plädiert, die Morde in Auschwitz als eine Tat zu behandeln. Dem wurde dann nicht stattgegeben. Aber welchen Unterschied hätte das für den Prozess gemacht? Ja, also in dem Moment, wo er sagt, Auschwitz ist sozusagen eine Tateinheit, hätte jede Person, die in Auschwitz tätig gewesen war, wegen Beihilfe zum Mord angeklagt und auch verurteilt werden können. Und dadurch, dass das Gericht dieser Auffassung eben nicht gefolgt ist, sondern einen konkreten Tatnachweis für jeden Angeklagten benötigte, konnten eben auch im Auschwitz-Prozess Personen freigesprochen werden oder halt eben zu geringeren Haftstrafen nur verurteilt werden, weil eben nicht jedem ganz konkret die Beihilfe zum Mord oder Mord nachgewiesen werden konnte. In diesem Prozess wird auch von Tätertypen gesprochen, vor allen Dingen bezogen auf Wilhelm Boger. Warum? Ja, also Wilhelm Boger war vor allem durch die Aussagen der vielen Überlebenden eben als, den Spitznamen auch die Bestie von Auschwitz oder den Tod von Auschwitz gegeben hatten, eben weil er so grausam gewesen war, wurde eben ein Bild von Boger gezeichnet, das ihn als den Sadisten darstellte, der er sicherlich auch war, aber malte eben so ein bestimmtes Bild, einen bestimmten Tätertyp. Und indem das eben auch dann in der Presse so auch weiter benutzt wurde, das Bild, war das im Endeffekt auch für einen Großteil der Bevölkerung so ein entlastendes Moment, weil man da eben den Schuldigen, den Täter hatte, diesen Sadisten, und man sich selbst davon so ein bisschen distanzieren konnte. Du hast in unserem Vorgespräch betont, wie besonders die ZeugInnen in diesem Prozess sind. Möchtest du das ausführen? Ja, also es wurden ja rund 360 ZeugInnen gehört und halt viele, viele Überlebende der Lager, also nicht nur Auschwitz, aber vor allem eben, es waren über 200, und es war für sie eine ganz besondere Situation natürlich. Sie sind zum Teil in das Land der Täter zurückgekehrt oder sind das erste Mal dort gewesen. Es waren ja auch in Auschwitz viele polnische Gefangene zum Beispiel, und die kamen dann in dieses Land, mussten die deutsche Sprache wieder hören und sie mussten eben ihren ehemaligen Peinigern wieder gegenübertreten. Und für viele war das wirklich sehr belastend oder auch einfach sehr schwierig, weil sie natürlich auch Angst hatten, was passiert jetzt, werde ich wieder verfolgt nachher. Aber es war eben auch ganz, ganz wichtig für den Prozess, weil der hat ja fast 20 Jahre nach Ende des Krieges auch stattgefunden und viele Dokumente waren verbrannt worden oder gab es nicht mehr, und die Zeugen waren ein ganz wichtiges Beweismittel auch in diesem Prozess. Und genau, gerade in Bezug auf Boger gab es so eine bestimmte Häftlingsgruppe, die da ganz besonders war. Das waren die Häftlingsschreiberinnen, hat man sie genannt, die für Wilhelm Boger auch gearbeitet haben. Die haben für ihn Protokolle geführt, wenn er vernommen hatte, die Häftlinge. Und sie haben dann zwar nicht selber unbedingt mitbekommen, wie er die Häftlinge gefoltert hat, aber er ist dann mit ihnen ins Nebenzimmer gegangen, zu seiner sogenannten Sprechmaschine, die Boger-Schaukel, also ein Folterinstrument. Und die haben dann aber gesehen, wie die Häftlinge danach aussahen, wenn Boger mit ihnen fertig war, und konnten so eben schon auch mit dazu beitragen, dass Boger deswegen eben auch verurteilt wurde. Du hast es gerade eben schon erwähnt, Boger wurde verurteilt. Insgesamt wurden ja 6 Angeklagte zu lebenslangem Gefängnis verurteilt und Wilhelm Boger, der darunter war, starb dann 1977 in Haft. 3 Angeklagte wurden freigesprochen, die restlichen Strafen waren zwischen 3 und 14 Jahren Gefängnis. Wie ist die Öffentlichkeit damit umgegangen, mit diesem Prozess? Ja, also da gibt es relativ unterschiedliche Meinungen auch zu. Also es ist so, dass tatsächlich nie irgendwie so eine wirkliche Studie durchgeführt wurde, wie eben die Bevölkerung über den Prozess dachte. Es gab auf jeden Fall Aufschreie nach dem Urteil, dass viele fanden das als zu milde. Es gab aber auch einen Teil der Bevölkerung, der Meinung war,
es müsste jetzt endlich mal Schluss sein, es wäre doch jetzt genug darüber gesprochen worden. Aber der Auschwitz-Prozess hat eben doch dazu beigetragen, auch dass eine Auseinandersetzung mit den Verbrechen der Nationalsozialisten stattgefunden hat. Das hat natürlich auch mit dem Generationswechsel dann zu tun. Ende der 60er Jahre sind ja auch viele junge Leute, also so die Nachkriegsgeneration, haben angefangen eben nachzufragen, was haben meine Eltern eigentlich getan. Und auch der Auschwitz-Prozess hat das so ein bisschen befördert, die Auseinandersetzung. Und zwar durch diese starke Berichterstattung zum Auschwitz-Prozess konnte man eigentlich nichts davon mitbekommen und eben auch dadurch, dass so ausführlich berichtet wurde, was im Prozess gesagt wurde und da eben der ganze Verbrechenskomplex auch zum Thema wurde, war danach das Wissen einfach über Auschwitz enorm groß und davon zehren wir heute noch. Du hast es gerade quasi schon angeschnitten. In unserem Vorgespräch meintest du, der Prozess ist mehr als sein Urteil. Was genau können wir also von diesem Prozess lernen? Ja, genau. Also es ist eben das Urteil, diese Urteile sind vielleicht ja schon auch ein bisschen frustrierend, vor allem auch für die Staatsanwälte gewesen. Aber eben dieses ganze Wissen, was zusammengetragen wurde, diese ganzen Zeugenaussagen, und die sind halt zum Großteil auf Tonband aufgenommen und heute frei zugänglich, weil sich auch da wieder Personen stark dafür gemacht haben, dass sie nicht vernichtet werden nach dem Prozess. Und es gibt Mengen von Bänden mit Dokumenten aus dem Prozess. Und genau, dieses ganze Wissen ist ganz arg wichtig. Und aber auch diese Auseinandersetzung mit Auschwitz. Und auch spätestens seit dem Auschwitz-Prozess ist Auschwitz halt auch so das Synonym für die NS-Verbrechen. Also ich glaube, es gibt heute eigentlich kaum jemanden, der Auschwitz nicht kennt. Und das ist sicherlich auch von dem Prozess eines der Sachen, die geblieben sind. Und das ist eben dann mehr als nur das Urteil. Danke, Lea, für dieses Gespräch. Dankeschön. Das war Gestapo vor Gericht. Die Mörder sind unter uns. Wenn euch dieser Podcast gefällt und ihr die erste Folge verpasst habt oder sie nochmal erleben wollt, um 22.30 Uhr treffen wir uns wieder genau hier. Es geht dann um den Stuttgarter Deportationsprozess. Zu dem Thema darf ich dann Friedemann Rinke interviewen. Wenn ihr mehr zu den Prozessen lernen, sehen und hören wollt, die aktuelle Sonderausstellung Gestapo vor Gericht, die Verfolgung von NS-Verbrechern, kann bis Februar 2025 hier im Erinnerungsort Hotel Silber besucht werden. Wir wünschen euch einen interessanten Abend und bis später.